Shalom, Shalom. Es ist wieder ein herrlicher Tag Gottes, der noch nie da war und nie mehr kommen wird. Und das, in diesem Bewusstsein sollen wir jeden Tag leben. Wisst ihr, ich habe mich jetzt schon vor langer Zeit entschieden, jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte, und so zu planen, als würde ich nie sterben. Und und das ist eine gute Einstellung. Ich sage es euch, da habt ihr beides abgedeckt. Ihr seid jeden Tag bereit auf das Kommen Jesu oder auf das Heimgehen zum Vater. Und ihr seid auch bereit für alle Pläne, die Gott noch für euch hat. Und heute möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die ich vor Jahren schon immer wieder Menschen mitgeteilt habe, aber die ich verloren hatte. Und jetzt durch diese vielen WhatsApp-Mitteilungen hat mir die ein lieber Bruder geschenkt oder geschickt, der Hermann Gilhaus. Ein Mann ging in einen Wald, um nach einem Vogel zu suchen, den er mit nach Hause nehmen könnte. Er fing einen jungen Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof zu den Hennen, Enten und Truthühnern und er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, obwohl er ein Adler war, der König der Vögel. Nach 5 Jahren erhielt der Mann den Besuch eines naturkundigen Mannes und als sie miteinander durch den Garten gingen, sagte er, dieser Vogel dort ist kein Huhn, das ist ein Adler. Ja, sagte der Mann, das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel 3 Meter breit sind. Nein, sagte der andere, er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers und das wird ihn hinauffliegen lassen in die Lüfte. Nein, nein, sagte der Mann, er ist jetzt ein richtiges Huhn und wird niemals wie ein Adler fliegen. Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, Adler, der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst und nicht auf dieser Erde, breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler saß auf der hochgereckten Faust und blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und er sprang zu ihnen hinunter. Der Mann sagte, ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler. Ich versuche es morgen noch einmal. Am anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte, Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege. Als aber der Adler wieder die scharrenden Hühner am Hofe erblickte, sprang er abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen. Da sagte der Mann wieder, ich habe dir doch gesagt, er ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat immer noch das Herz eines Adlers. Lass es uns doch ein einziges Mal versuchen, morgen werde ich ihn fliegen lassen. Noch ein einziges Mal. Am nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler, brachte ihn hinaus aus der Stadt, weit weg von den Häusern, an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf. Sie vergoldete den Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der Freude eines wundervollen Morgens. Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm, Adler, du bist ein Adler, du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde, breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler blickte umher, zitterte, als erfüllte ihn neues Leben. Aber er flog nicht. Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen, in den Sohn schauen. Und plötzlich breitet er seine gewaltigen Flügel aus und erhob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. Er war ein Adler, obwohl er wie ein Huhn aufgezogen und gezähmt war. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber Menschen haben uns gelehrt, wie Hühner zu denken und noch denken wir, wir seien wirklich Hühner, obwohl wir Adler sind. Breitet eure Schwingen aus und fliegt und seid niemals zufrieden mit den hingeworfenen Körnern. Diese Geschichte, glaube ich, mit der können sich sehr viele identifizieren. Es war jahrelang meine Geschichte. Ich war ein Huhn. Und ein Huhn, ihr Lieben, gackert nur. Und jedes kleine Ding, was sie sieht, das daherfliegt, auf das stürzt sie sich. Und wenn es nur Steine sind. Und sie hat permanente Angst. Sie zittert nur. Ihr Lieben, das war ich. Man könnte auch sagen, in mir hat ein riesiger Angsthase gelebt.
Ich habe mich vor allem gefürchtet und ich habe mich auch für alles schuldig gefühlt. Bis Jesus mir die Augen öffnete und mir das Fliegen beibrachte und mir sagte, Maria, du bist kein Huhn, du bist kein Angsthase. Lade mich ein in dein Leben, ich bin der Löwe von Juda. Lade mich ein, in dir zu leben und du wirst sehen, was geschieht. Und ihr Lieben, ich habe den Löwen von Juda eingeladen und mit einem war der Hase weg und auch das Huhn und ist weggeblieben seither. Ich glaube, wir müssen allen unseren Ängsten den Garaus machen. Wir müssen raus aus uns. Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, der Verzagtheit, der Minderwertigkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ihr Lieben, seither führt mich Gott von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und er offenbart mir immer mehr, wer er in mir ist und wer ich in ihm bin. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ihr Lieben, das hat jetzt nichts mit Religion zu tun. Der religiöse Mensch, der strengt sich dauernd an mit dem, was er tun kann. Bibel lesen, beten, Wallfahrten, Fasten, Opfer bringen. Das sind religiöse Versuche. Der Christ, das zu bekommen, was er eigentlich möchte. Frieden, Liebe, Freiheit. Der Mensch, der begriffen hat, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat und dass es ein ausgetauschtes Leben gibt, dass wir unser altes Leben mit all der Ich-Bezogenheit, mit allem negativen Verhalten, mit allem, was von der Natur des Teufels her in uns gekommen ist, und das austauscht mit dem Herrn Jesus Christus, der die Herrlichkeit in Person ist, der alles ist. Alle Weisheit, alle Schönheit, alle Reinheit, alle Geduld, alle Liebe, alle Freude, aller Friede, alle Schöpfungskraft. Und diesen Austausch möchte Gott, dass wir machen. Und den machen wir aber erst, wenn wir erkennen, ich bin's nicht, ich hab's nicht und ich kann es nicht. Wenn Gott uns an unsere Grenzen führt, wo wir keinen Ausweg sehen. Und ich glaube, diese Zeit jetzt hat vielen Menschen bewiesen, ich brauche Gott. Alles wird erschüttert, ihr Lieben, was nicht auf dem Fundament des Wortes Gottes gebaut ist. Und ihr Lieben, damit möchte Gott ein Ende machen, denn das bringt uns sowieso nichts. Das wird nie zu etwas werden, ganz gleich wie viel wir uns erschaffen, wie viel wir uns abrackern, wie viel wir uns ja, auch mit Schwindeln erwerben. Es wird alles null. Auch hier, ihr Lieben, ich durfte in Afrika jetzt schon über 300 große Häuser bauen. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten. Aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Menschen, die darin leben und die darin ihren Sinn finden. Für mich ist es das Wichtigste, dass alle, die wir hier berühren dürfen in Afrika, auch in Europa, dass die ihr Leben in Jesus Christus finden. Und wisst ihr, ich habe dann, nachdem ich erkannt habe, dass ich nicht bin, nicht habe und nicht kann, in meiner eigenen Kraft, dann habe ich Gott die Freiheit gegeben, mit mir zu tun, was er will, wie er will, wann er will, wo er will, auch auf null zu reduzieren. Und das tut er sehr gerne. Damit er in uns alles sein kann. Christus in uns die Herrlichkeit. Nicht ich mich meiner mir, Herr, segne uns doch wir, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und als es dann zu meiner Pension ging, ich könnte euch noch ganz viele Geschichten erzählen, wie Gott wirklich mich so überrascht hat mit seinen Plänen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Zum Beispiel habe ich einige Verehrer gehabt, aber immer hat Gott gesagt, das ist nicht von ihm, ich soll warten. Und dann kamen einige Prophetien, ganz starke, dass ich unmittelbar vor meiner Ehe stehe. Ich war 47 Jahre. Meine Familie hat gesagt, hoffentlich hast du das noch niemandem erzählt. Denn wenn das nicht funktioniert, stehen wir ganz schön blöd da. Sage ich, das ist nicht mein Problem. Wenn Gott prophetisch spricht, dann wird er es auch durchziehen. Und zu meiner Hochzeit sind fast 300 Leute gekommen, nur zu sehen, wen ich noch erwischt habe. Aber ihr Lieben, sie waren begeistert. Das war ein Gentleman erster Klasse. Und wisst ihr, mein ganzes Leben ist eine Geschichte mit Gott.
Und so soll es sein, wo Gott sich verherrlicht. Und dann am 60. Geburtstag, wo viele gesagt haben, ich soll langsam abdanken und anderen Raum schaffen, und ich hatte keine Ahnung, dass ich jemandem einen Platz wegnehme. Dann habe ich bei einer großen Konferenz in Amerika gerufen zum Herrn, Herr, Lord, shall I retire? Und die Antwort kam genauso laut zurück, no, Maria, refire. Uhu, habe ich gedacht, es kommt noch was Neues. Und dann hat alles auf Afrika gedeutet. Und ihr Lieben, ich habe dann gesagt, Herr, was soll ich tun? Ich will ja gar nicht nach Afrika, weil ich mich so schäme mit der Hautfarbe. Und was diese Menschen mit dieser Hautfarbe in den letzten Jahrhunderten in Afrika verbrochen haben. Mit Sklaverei, mit Kolonialismus und auch heute noch werden sie als blöd betrachtet. Und da werden sie sich täuschen. Denn der Afrikaner ist ein sehr, sehr gescheiter Mensch. Ich nenne sie meine unangezapften Quellen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich tun in Afrika? Ich erst einmal will ich gar nicht hin, weil ich mich so schäme. Und er hat gesagt, ich schicke dich als Segen. Ich sage, okay, als Segen gehe ich. Und dann, wer meine Geschichte besser kennt, wollte ich auch gleich einmal wieder zurückfliegen, weil ich gedacht habe, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Die Not ist so groß. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Aha, habe ich gesagt, das passt mir. Aber was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und ihr Lieben, das habe ich jetzt getan. Jeden Tag, was er mir zeigt, ich tue alles, was er will. Denn ich kämpfe nicht mehr um meinen Ruf, es geht um seinen Ruf. Und da gibt es eine Geschichte nach der anderen, wie er mich verwendet hat, Schritte zu gehen, die jeder für blöd beachtet hat. Also auch von den Mitarbeitern. Zum Beispiel hat Gott mir gesagt, ich soll ein großes Schwimmbad bauen. Denn Uganda hat so viel Wasser, aber kaum jemand kann schwimmen. Und dann sind die Mitarbeiter zu mir gekommen, weinend. Mama, das kannst du uns nicht antun. Wir können nicht schwimmen. Wenn uns einer nicht mag, haut er uns in das Schwimmbad und wir sind weg. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ihr kriegt Schwimmstunden. Gott hat gesprochen, wir haben das Geld, der Baumeister hat schon die Pläne entworfen, es wird gebaut, aber ihr lernt schwimmen. Und so war eine Geschichte nach der anderen. Gott hat mir die verfluchtesten Gebiete gegeben, um sie zu entwickeln. Ihr Lieben, das habe ich immer erst erfahren, wie ich schon alle Papiere unterschrieben habe. Wisst ihr, ich bin sehr naiv, ich glaube einfach Gott alles. Und dann komme ich immer drauf, wenn alles schon fast zu spät ausschaut. Aber er hat alles noch wunderbar zum Besten zusammenwirken lassen. Alle unsere, wir haben 3 Headquarters jetzt und die sind sowas von schön und gelungen. Und der Herr hat mir gesagt, ich soll überall, wo er mir einen Auftrag gibt, etwas zu entfalten, soll ich ein Stück Himmel herunterreißen. Ich soll ein Stück Paradies manifestieren. Und meine Mitarbeiter sind so bereit, hier mitzumachen und freuen sich, wenn die Menschen kommen und sagen, wow, das ist aber schön hier. Sagen wir, ja, das ist Reich Gottes. Ihr Lieben, Gott hat so gute Pläne mit dir. Ja, und wisst ihr, wie kann Gott eine 60-Jährige daher schicken, wo alle glauben, jetzt fangen die Krankheiten an. Jetzt, 20 Jahre später, fast 22 Jahre später, bin ich gesünder denn je, habe einen Blutdruck von 114 zu 74 und fühle mich wohl und voller Energie und schlafe wie ein Baby. Ihr Lieben, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Aber schenk du dein Leben bedingungslos Gott selbst. Gib ihm, stell dich ihm zur Verfügung und du wirst sehen, was er für dich geplant hat, ist weit besser als alles, was du je planen könntest. Und sogar jetzt, ihr Lieben, obwohl ich schon so viel Freude erlebe, sagt er mir immer wieder, das Beste liegt noch vor mir. Und ich werde so viel Freude erleben, dass ich es kaum ertragen kann. Und wisst ihr was? Ich glaube Gott, auch in diesen verwirrenden Zeiten, ich glaube Gott, dass er eine Oase der Liebe und des Friedens schaffen kann, wo der Feind keinen Zugang hat. Und so bitte ich euch, werft euer ganzes Leben auf Gott, vertraut euer Leben ihm an und er wird fähig sein, selbst wenn wir in den Feuerofen geworfen werden, mit Jesus dort zu tanzen und kein Haar wird verbrennen. Oder wenn wir in die Löwengrube geworfen werden, werden die Löwen nicht erkennen, dass wir gute Speise wären. Denn sie finden oder schmecken oder riechen an uns kein Fleisch mehr. Ihr Lieben, es geht um Heiligung, um totale Auslieferung in die Hände Gottes. Und darum
ermutige ich dich. Lass alles los, gib alles dem Herrn. Und du wirst sehen, er macht sogar aus Mist, aus Mist macht er noch Dünger, aus Scherben macht er noch die schönsten Mosaike. Und da möchte ich noch einmal schließen mit dem, was mir der Herr heute Nacht gesagt hat. Wenn du den Himmel versäumst, ich garantiere dir, die Hölle wartet auf dich. Aber Gott möchte, dass keiner verloren geht. Wende dich ihm zu, mit ganzem Herzen.